Hallo, mein Name ist Johannes. Ich bin hier heute auf dem Wochenmarkt in Münster. Hier treffe ich mich heute mit Herrn Dr. Daniel Kofahl und vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Wir reden jetzt gleich über die Ernährungssoziologie. Stellen Sie sich doch einmal kurz bitte vor. Mein Name ist Daniel Kofahl, ich bin Ernährungssoziologe. Das heißt, ich habe Soziologie studiert und habe dann nachher in einem naturwissenschaftlichen Fachgebiet in Kassel promoviert. Und mein Spezialthema ist Ernährung, und zwar eben aus soziologischer oder kulturwissenschaftlicher Sicht. Hört sich auf jeden Fall erstmal ziemlich beeindruckend an, dieser Begriff des Ernährungssoziologen. Was macht man da eigentlich genau? Ja, also, dass Menschen sich ernähren müssen, das ist ja klar. Aber wie Menschen sich ernähren, das ist halt hochgradig unterschiedlich von Mensch zu Mensch, von Kultur zu Kultur, von Gruppe zu Gruppe. Und uns Ernährungssoziologen oder uns Ernährungskulturwissenschaftler interessiert eben dieses Wie. Also wie kann man Ernährung auf unterschiedliche Art und Weise bewerkstelligen? Was will man essen, wenn man zu einer Gruppe dazugehört? Wie isst man? Und natürlich auch, was isst man nicht? Oder worauf möchte man verzichten? Welche Speisen, welche Rituale werden tabuisiert? Und der Soziologe arbeitet diese Sachen heraus und er schaut sich natürlich an, wie Menschen auf andere Argumente, zum Beispiel auf Pro-Argumente reagieren. Wenn man zum Beispiel mit der ökologischen Komponente kommt, also wenn man Insekten essen würde anstatt von zum Beispiel Fisch oder anstatt von Fleisch, dass man dann sagt, dann ist der Ressourceninput viel niedriger. Das ist ja ein rationales Argument, für das im Moment viele Menschen offen sind, wenn sie sich mit neuen Lebensmitteln auseinandersetzen. Und der Soziologe schaut sich dann eben an, also wie kann man Menschen überzeugen oder welche Überzeugungen bringen sie mit und wo braucht man vielleicht auch gar nicht erst anzufangen, weil die Überzeugungen so stark sind, dass man die nicht einfach aushebeln vermag. Wir sind ja hier auf dem Wochenmarkt in Münster und der Wochenmarkt ist ja ein soziokultureller Treffpunkt. In welcher Form spielt der eine Rolle für die Ernährungssoziologie? Ja, der Wochenmarkt ist was ganz Spannendes. Wir sehen zum einen, wie er sich wandelt, also wie er weggeht von dem Ort, wo man eigentlich von den meisten Menschen erwartet, dass sie ihre Alltagsbedürfnisse befriedigen, was Essen und Trinken angeht, sondern mehr zu etwas, wo sie sich bestimmte Spezialitäten raussuchen, wo sie sich mal was Besonderes kaufen, wo sie aber auch eine bestimmte Bindung zu einem Produzenten, zu einem Händler haben, suchen. Es ist ein Ort der Kommunikation. Wir sehen natürlich auch da wieder im internationalen, interkulturellen Vergleich, wie unterschiedlich so ein Wochenmarkt sein kann. Wenn man auf einen Markt in Südostasien geht zum Beispiel, in Vietnam, da haben wir natürlich eine ganz andere Form des Inkontakttretens, des Handelns. Da haben wir auch eine viel größere Alltäglichkeit des Marktes. Für uns ist der Wochenmarkt ja eigentlich eine Ergänzung zu dem Angebot, das inzwischen die Supermärkte und Discounter liefern. Aber nichtsdestotrotz, das sehen wir ja auch in Münster, wird er von vielen Menschen gewertschätzt und ist eben auch ein kultureller Ausdruck des Ortes. Du arbeitest ja auch hier in Münster oder bist tätig in der Akademie für Kulinaristik. Was kann man sich darunter überhaupt vorstellen? Das ist eine Gruppe von Professionellen im Bereich Ernährung, Gastronomie, Kulinaristik, die sich damit auseinandersetzt, wie Kochkunst, wie Geschmack, wie Ernährungsbildung, wie Ernährungskultur funktioniert. Es sind Köche, die sich da engagieren, es sind Wissenschaftler, Journalisten, es sind Künstler, die da drin aktiv sind. Und es ist eben eine Form des Netzwerkes, die sich erstmal zusammenfinden, diese Menschen da, um sich auszutauschen, um Informationen zirkulieren zu lassen, um natürlich auf einem gewissen Niveau über Essen und Trinken zu diskutieren, aber die auch Veranstaltungen organisiert, weiter Bildung organisiert zum Thema Ernährungskultur. Und zwar eben nicht aus der Gesundheitsperspektive, sondern aus einer Richtung kommt, die sich explizit auf den Geschmack und eben auf das Kochhandwerk in Form von Kochkunst ausrichtet. Ich habe in meiner Vorabrecherche gelesen, dass es durchaus zu den Aufgaben oder Tätigkeiten der Ernährungssoziologie gibt, Prognosen für die Essgewohnheiten zu geben oder ja, einen Ausblick zu bieten. Und da wollte ich einfach nur abschließend noch einmal fragen, ob du irgendwelche Trends siehst, was unsere Ernährungsgewohnheit angeht. Ja, also die Ernährungssoziologie gibt wirklich keine Empfehlungen ab, was man essen sollte. Das ist nicht die Aufgabe des Soziologen, da ist der immer Dilettant. Was der Soziologe sehen kann, ist, dass es eine bestimmte Offenheit bedarf,
die Ernährung sowie alle anderen Bereiche des Lebens inzwischen zu reflektieren und zu sagen, man muss sich dann auch für was entscheiden. Und zwar dafür entscheiden, was man essen möchte, was man nicht essen möchte. Und er kann dann bestimmte Trends natürlich beobachten. Aber es gibt nicht nur einen Trend in der modernen, in der hochmodernen Gesellschaft, sondern es gibt ganz viele unterschiedliche Trends, weil wir nicht nur eine Esskultur haben, sondern wir haben eine Esskultur der Esskulturen und vor allen Dingen des Esskulturkontakts. Und wir können natürlich sehen, dass sich bestimmte Trends verstärkt haben, weil sie an andere Trends der Gesellschaft anknüpfen. Wir haben in den letzten Jahren ganz stark diesen Regionalitätsaspekt erlebt, der wieder stark geworden ist. Einen Trend gehabt, der darauf abzielte, irgendwie natürliche, irgendwie authentische Lebensmittel zu essen. Ich könnte mir vorstellen, dass es da tatsächlich auch wieder einen Trend weg gibt. Das ist tatsächlich was, gibt es wieder mehr auf besonders ausgefallene, vielleicht sogar fortschrittliche Lebensmittel und Esskulturen geachtet wird. Einfach weil es was Neues ist, ja, weil es wieder nach dem Trend auf das Natürliche der nächste davon sich unterscheidende Trend wäre. Ja, vielen Dank für das Gespräch. War sehr spannend zu hören, womit sich ein Ernährungssoziologe alles beschäftigt. Und ich hoffe, für euch war es genauso interessant. Bis zum nächsten Mal.